Hallo zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, bald ist Frühling oder wohl besser gesagt, wir haben ja jetzt schon Frühling. Und dann wollte ich euch auf jeden Fall mal so ein kleines Video zeigen mit den Favoriten, die ihr jetzt im Frühling tragen werde oder die mich inspiriert haben, dieses Video zu drehen. Und zwar freue ich mich sehr, dass Pastellfarben jetzt im Kommen sind. Sowieso schon immer meine Farbe gewesen. Vielleicht könnt ihr es schon an meinen Nägeln erkennen. Also ich könnte alles in Pastell tragen. Deswegen fangen wir doch direkt mit dem Video an. Und zwar habe ich diese coolen Schuhe von Reebok geholt. Die sind auch in einer schönen pastelligen Peach-Farbe, wie ich finde. Und mit der weißen Sohle sehen sie noch viel schöner aus. Die habe ich bei Sincerely Jules gesehen. Das ist eine sehr große Bloggerin. Und die ist auch immer sehr, sehr braun und wohnt in Kalifornien. Und da sehen Peach-Töne besonders gut aus, finde ich. Und solange ich noch meine Bräune aus Dubai genießen kann, dachte ich mir, das sind die perfekten Schuhe, die ich jetzt im Frühling tragen werde. Übrigens verlinke ich euch alle Produkte in der Infobox und da könnt ihr euch dann auch durchklicken, wer möchte. Also als nächstes habe ich zum Beispiel so ein Kleid an. Man kann jetzt nur von oben erahnen, dass es ein Kleid ist oder ein Oberteil in so einem gestreiften Look. Na, das habe ich von Zalando, das ist von Topshop. Zalando bietet ja auch Topshop-Produkte an. Und das ist nicht weiß, sondern das ist ein cremeschwarz gestreift. Auf jeden Fall super schön und auch so ein Maxi-Kleid. Und wenn ihr gerne mal den kompletten Look sehen möchtet, dann klickt auch auf den Kanal von Zalando. Unten in der Infobox habe ich den nochmal verlinkt. Dort habe ich nämlich ein Schwangerschafts-Lookbook mit Zalando gedreht. Schreibt doch mal unten einen Kommentar, wie euch die Looks gefallen, die ich dort auf dem Kanal zeige. Es kommt immer darauf an, wie warm es im Frühling ist, aber es kann ja auch schon mal vorkommen, dass es bis über 20 Grad werden und dann ziehe ich natürlich als Schwangere super gerne ein langes Kleid an, das mein Babybauch schön formt. Was im Frühling auch auf jeden Fall auf meiner Liste stand, waren oder sind Espadrilles. Diese Farbe sieht super cool aus. So eine Wildlederoptik und sind in so einem Grau-Blau-Pastell natürlich. Ne? Haben eine etwas dickere Sohle, finde ich wirklich sehr schön. Ich freue mich, dass ich die, wenn es schönes Wetter ist, anziehen kann. Dann habe ich eine Kette, die sieht so aus. Soll ja jetzt auch super in sein mit den Quasten. Auf jeden Fall ein tolles Accessoire, was man so tragen kann. Von der Marke Need To verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Das ist so ein kleiner Laden in Hamburg, der auch einen Online-Shop hat. Den finde ich ganz toll. Wir sind ja noch nicht fertig mit unseren Pastell-Looks. Und zwar habe ich hier eine super süße Tasche. Und zwar ist die hinten mit so einem Ring befestigt. Dadurch sitzt sie halt auch super gut an einem. Drückt halt nicht die Brüste irgendwie so ein, wenn ihr wisst, was ich meine. Wenn die Tasche so zwischen den Brüsten hängt. Ich finde die Tasche auch total schön. Wie gesagt, weil sie wieder ein Pastell ist. Und ich liebe Pastell und Wildleder, Imitat. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass mein Freund mir in Dubai einen Heiratsantrag gemacht hat. Hier ist nochmal der Ring. dazu habe ich mich ja noch gar nicht geäußert. Vielleicht mache ich noch so ein Video drüber, aber mal gucken. Auf jeden Fall war ich jetzt auf so einem Event von Davanda eingeladen und habe dieses Hochzeitsbuch geschenkt bekommen. Genau passend zu meiner jetzigen Situation. Wenn ich Zeit finde, dann werde ich da mal so ein bisschen reinblättern und gucken, was kann ich denn zu meiner Hochzeit selber basteln, was für Ideen werde ich finden oder was für Inspiration werde ich finden. Aber alleine, wenn ich schon das Buch öffne, dann
Lust, das alles nachzumachen. Auch wegen diesen ganzen Pastellfarben. Guck mal, mein Nagellack passt auch übrigens zu dieser Seite sehr gut. Also ich plane nicht dieses Jahr zu heiraten, sondern nächstes Jahr im Sommer. Deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit. Wenn wir schon mal beim Thema Nagellack sind, möchte ich euch noch unbedingt meinen Annie-Nagellack zeigen. Den habe ich auch gerade drauf. Also es kann nichts Besseres geben als schöne Nude-Nägel. Finde ich auch toll. Die habe ich nur lange nicht mehr drauf gehabt, weil ja Winter war und es nicht so ganz gepasst hat. Aber es ist von der Marke NCLA. Farbe heißt Swim Club. Dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Und klickt euch doch gerne durch die Links unten durch. Bis dann. Tschüss. This kind of love we can't control. The art of touch, I am covered in gold. I know that you feel me.